Bisschen größer, ja. Nicht ganz so groß. So vielleicht. Ja, richtig, richtig geiles Gerät eigentlich. Ah, da können wir den Stil nochmal ändern. Ja. Bin ich eigentlich fast so geschickt dann ticken. Ja, ist okay für mich. Okay. Okay. Ausziehantenne. So, das Ganze wird komplett neu. Ja. Wir analysieren mal den Markt, was der Markt so will. Drunken Donkey macht das für uns, ja. Ich habe Vertrauen in Drunken Donkey, ja. Drunken Donkey hat für uns schon viel richtig geiles Zeug gemacht. Und ich bin mir sicher, Drunken Donkey wird auch das hinbekommen, da ein Vibrationsteil reinzupacken. Eine Touch-Geschichte kriegt das auf jeden Fall. Einen Fingerabdrucksensor machen wir rein, wobei machen wir nicht rein. Einheitliche Suche. Anpassung brauchen wir noch ein bisschen. Jo, dann machen wir hier nochmal. Themen gibt es bei uns. Benachrichtigungen kriegt er auch noch. Ich finde, das ist eigentlich eine ganz geile Geschichte. Mikrofonüberwachung. Höre die Konversation deiner Nutzer ab und löse Bugs, bevor sie berichtet werden. Mit dem Risiko, dabei erwischt zu werden. Verbringen Sie die Zeit mit Entwicklung von Software, bei der Bestellung von Hardware und Geld zu sparen, entfernen Sie zusätzliche Kosten bei der Bestellung von Produkten. Ja, das ist mir egal. App Store können wir auch noch einen reinbauen, dann sind wir aber ein bisschen drüber. Nee, lass mal raus, Netzwerk hat das Ding, das ist für mich völlig fein so. Stasi, uhu. Machen wir einen App Store rein? Komm, wir machen einen App Store rein. Der Rest, der automatische Aktualisierung könnten wir auch noch laufen lassen, aber es ist over the top, ne? Brauchen wir jetzt nicht mehr. 2 Jahre dauert diese Entwicklung. Wir machen das im Produktionsmanagement bei dem Drunken Donkey Team rein. Meine Lieben, das Z-Phone wird der nächste große Scheiß werden. Ich sag's euch, wie es ist. Das wird richtig geil. Okay, nächste Veröffentlichung sehen wir hier auch schon. Ja, März 2005, da kommt Z2 3D3 raus. Das ist für uns ein ganz wichtiger Meilenstein. Fürs Z-Phone selber müssen wir da natürlich noch eine Distribution herstellen. Also wir müssen das generell bauen, das Ding. Und da sehe ich uns noch nicht drinnen. Mal gucken, hier ist das noch nicht... Ah, kann ich das nochmal ganz kurz sehen, was wir dafür brauchen? Produktion, ja, nice. Okay, wir haben keine möglichen Geschichten dafür. Und zwar brauche ich jetzt von euch mal ein bisschen Hilfe. Weil das müssen wir natürlich jetzt in einem eigenen... Ich würde auch das tatsächlich in eine eigene Etage reinbringen. Das heißt, wir kopieren einfach die gesamte Geschichte und copy-pasten das einfach instant 1 weg. So. Warte mal kurz. Ich sehe da halt nichts. Habe ich das jetzt richtig? Nee, ne? No, ich kann das nicht machen. Warte mal. Ich glaube, so ist gut. So. Gut. Das ist unser neuer Bereich. Da geht natürlich jetzt noch nichts hin, ne? Auch hier werden wir natürlich wieder eine Treppe nach oben bauen. Damit man hier hochkommt. Ja, nice. Okay, dann werden wir hier oben unsere Geschichte machen. Und zwar, wir wollen Menge produzieren, 1000 Stück ungefähr. Oder können wir das auf 50.000 auslegen? Das scheint aber nicht unterschiedlich zu sein. Wenn wir das noch weiter erhöhen, dann brauchen wir mehr. Ab 500.000 brauchen wir für diese Produktion mehr. Okay, Rauchmelder hat er mitkopiert, hoffe ich zumindest. Werden wir aber gleich nochmal anschauen. Also, wir planen jetzt mal für 150.000 unsere Anlage auf. Dann sind es weniger. Für 300.000? Ab 500.000 Druckkapazität brauchen wir hier definitiv mehr. Ich würde es schon mal so aufbauen, dass wir für ungefähr 500.000 schon mal die ganzen Anlagen da haben. Das wird jetzt zu einer leichten Überfrachtung führen, ist mir aber erstmal völlig Banane. Okay, wir fangen hier an der Stelle einfach auf der Seite hier ein bisschen an. Ich lasse mir das mal so hinlegen. Wir liefern das dann hier am Treppenhaus entlang nach unten
und gehen dann am Ende hier auf diese Ausgabe mit drauf. Das ist ja auch eine Ausgabe, die hier noch Sachen zwischenbunkert und dann rausgibt. Das reicht mir auch. Ich brauche dafür nicht einen. Wir könnten vielleicht sogar noch eine neue Ausgangsgeschichte machen. Müssen wir mal gucken, wie wir Bock drauf haben. Also, was brauchen wir als allererstes? Als allererstes brauchen wir in dieser ganzen Geschichte viermal den Berührungssensor. Der Berührungssensor wird produziert, mal gucken, in einem, warte mal kurz, das ist ein bisschen blöd, wenn ich das so mache, aber so kriegen wir es hin, oder? Komponentendrucker. Ich nehme an, dass es funktioniert so. Mal kurz gucken. Düdelüdelü. Nee, Kategorie Telefon. Berührungssensor. Davon brauchen wir vier Stück. So, vier Stück haben wir. Das ist safe. Das geht in eine Fertigung rein. Im Komponentenbauer nennt sich das hier. Hat nichts mit Landwirtschaft zu tun, ihr wisst Bescheid. So, dann gehen wir hier rein. Den Komponentenbauer. Der baut wiederum Bildschirme. So, haben wir auch einen. Bildschirme brauchen wir aber mehr davon. Einer zu viel. Vier Stück von den Dingern brauchen wir dafür. Okay, das macht die Lampe jetzt hier natürlich nicht unbedingt gerade glücklich, dass die da ist, aber die kann auch einfach weg. So. Ich spiele mit der ganz normalen Release, Early Access Version, Harry. Mit der ganz normalen. Mal gucken. So. Nach dem Bildschirm brauchen wir auch noch von den Dingen zweimal Vibration. Ich baue das jetzt genauso auf, wie es da dargestellt ist, weil ich nämlich nicht weiß, wie ich sonst machen soll. Mir ist das nämlich einfacher, wenn das so ist. Okay, haben wir. So, dann brauchen wir nochmal zweimal Controller tatsächlich. Achtmal Controller, alter Schwede, okay. Also, pass auf, acht. Machen wir das mal hier. Controller. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Lampe kann weg. Okay. Dann haben wir die Controller-Start klar. Warum stellst du die Bauer nicht direkt vor die Drucker? Einfach nur, damit ich das für mich leichter habe. Das ist der einzige Grund. Ich mag das gerne so verteilen, wie es für mich einfach am easiesten ist. Ja, das ist einfach eine Gusto-Frage. So, am Ende geht alles in vier Mainboard-Bauer. Die stellen wir hier ein bisschen knapper auf. So, hier vielleicht. So, hier der dürfte jetzt Mainboards bauen. Eins, zwei, drei, vier haben wir. Die Endmontage müssen acht Maschinen sein. Und hier brauchen wir dann noch auf der Oberseite, brauchen wir nochmal zwei Drucker, die Plastik machen. So, das ist er hier. Er darf auf Plastik gehen. So, zweimal Plastik. Die Plastik-Jungs gehen in zwei Gehäusefertiger. Ich nehme an, das ist Monteure. Ja, genau. Das ist zweimal Montage. Jetzt habe ich es natürlich falsch gemacht. Die bauen Gehäuse, habe ich gehört. Warum geht das nicht? Weil ich die falschen genommen habe. Ne? Komponentenbauer müssen das sein. Gehäuse. Gut. Okay. Wir können jetzt mit denen schon mal anfangen. Und zwar, wir machen das folgendermaßen. Wir nehmen die so und packen das danach wieder in einen, wo ist er? Förderbandsplitter. So. Er geht hier rein. Er geht hier raus. Und er geht hier raus. So, damit laufen die jetzt schon mal quasi straight durch. Das funktioniert auch schon. Okay, die müssen jetzt dann am Ende in eine Endmontage rein. Also quasi das, was da rauskommt, plus das, was da rauskommt, muss hier eine Endmontage rein. Das machen auch Monteure. Das würde ich tatsächlich jetzt in diese Richtung laufen lassen. So, und am Schluss wieder nach vorne durch. Das ist ja kein Problem. Endmontage. Also, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Geil. Okay. So. Für den Moment ist das jetzt erstmal eine gute Sache. Und vor allem leicht zum Umsetzen für uns. Wie gesagt, wir können das nochmal dann alles ein bisschen fluffiger, ein bisschen kleiner machen. Für den Moment reicht mir das. Oder wir bauen einfach auf die Fertigung eine neue Montage obendrauf. Das macht für mich jetzt keinen Unterschied gerade. Okay, fangen wir erstmal mit den leichten Sachen im Leben an. Und zwar, wir machen Folgendes. Und zwar müssen nämlich hier, die müssen da rein. Und zwar machen wir das folgendermaßen. Ist natürlich die Frage, geht das so? Oh nee, warte mal. Also pass auf, Acht. Wenn ich die jetzt nehme und hier vorleite, ja? Dann könnten die jetzt hier reingehen am Ende. Das Problem ist bloß, das geht dann so nicht. Okay, pass auf. Wir brauchen hier Splitter. Lass mal ganz schnell schauen. Splitter. Gibt es die auch zum Zusammenführen? Lass mich mal blöd lügen. Wenn ich den jetzt hier nehme. Ich will gerade nur mal was testen. Das geht nicht, okay. Wie kriegen wir das jetzt? Wir müssen. Ah, Moment. Blödsinn. Okay. Let's have a look. Also, wir brauchen hier einen Splitter. Und zwar brauchen wir. Wir haben einen Eingang auf drei Ausgänge: einen. Ungefähr so. Der letzte ist ein bisschen lost. Aber im Prinzip funktioniert das ganz gut, glaube ich. Wir gehen mit ihm hier raus. Mit ihm gehen wir hier raus. Und er geht so raus. Gleiche machen wir hier. Und auch hier wieder. So. Dann gehen wir hier mit einem Splitter rein. Ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich mag das System gerade so ein bisschen. Und dann gehen wir am Ende. Auf ihn drauf und kommen dann mit denen hier unten an. Und gehen hier so rein. Bam, weißt du? Das splittet dann in alle Richtungen raus auf die Maschinen wieder. Müssen wir mal gucken, ob das reicht. Aber im Grundsatz finde ich das, glaube ich, gar nicht so unschön. So, also jetzt müssen wir bloß hier unten wieder aufpassen. Das gleiche System brauchen wir für die natürlich auch. Das heißt, wir haben einmal den hier und einmal den hier. Und das geht genauso wieder vor. Ja, das war natürlich großartig hier. Ist vielleicht ein bisschen übertrieben jetzt, aber ihr wisst, glaube ich, wo die Reise hingeht. So, und dann machen wir das gleiche hier vorne nochmal dran. So. Okay. Die hier gehen hier rein. Also fast. Also jetzt. So. Er hier geht hier auch drauf. Und die Freunde hier gehen da auch drauf. Wild, aber funktioniert vielleicht.
So, okay. Bei den Berührungssensoren, die müssen ja hier noch rein. Das machen wir auch wieder so, dass wir sagen, vielleicht machen wir hier nur zwei drauf. So vielleicht. Und dann am Ende wieder auf einen, damit das irgendwie cool aussieht. Ja, wobei das sieht bei dem immer nie cool aus. Machen wir vielleicht mal so. So. Ja, wobei gar nicht mal so schlecht. Also ich finde optisch macht diese Fertigung jetzt nicht so viel falsch. Ah, Moment. Hier, die kommen hier nicht ran. Das müssen wir vielleicht nochmal ändern, weil das ist nämlich, glaube ich, auch hier das Problem. Hier ist eine Sackgasse, das ist mir schon klar. Aber auch die Mitarbeiter. Ja, nee, pass auf, das muss hier am Ende raus. In den Komponentenrecycler. So, pass auf, mal gucken, ob die dann eine Fehlermeldung bringen. Ja, die kommen da nicht hin. Okay. Das müssen wir ein bisschen anders aufsplitten. Das geht hier schon auch nicht. Aber warte mal. Vielleicht gar kein Drama. Muss gar nicht so weit sein. Das braucht einfach nur eine unterschiedliche Geschichte hier. Das war wieder zu weit. So, dann ziehen wir das hier rüber. Okay, dann kommen die den nicht rein. Das können die hier aber auch genauso wenig dann. Dann müssen wir es doch weitergehen. Bisschen klettern und krabbeln, dann geht das. Da bin ich fester Überzeugung, dass das so ist. So, was im Obacht. Wenn ich das jetzt so mache, so und so, kommen die dann dahin? Nein, kommen sie nicht. Okay, dann ergibt sich das Problem vielleicht anders. Let it go to the Decke, ja. Ah ne, warte mal. Quatsch. Da geht das schon, aber dann muss das hier nochmal eins rüber. Da müssen die jetzt eigentlich durchkommen, ne? Ein Hauch von Satisfactory liegt in der Luft. Right. So, pass auf, wir machen das so. Ah, das geht hier nicht, ne? Ah, warte mal, das wollten wir hier auch gar nicht so machen. Dann kommen die hier nicht ran, okay? Ja, genau so wollte ich das. Wieso kann der da nicht hin? Kommen die dann echt nicht durch? Okay.
Ja gut, dann machen wir es genau andersrum. Bevor wir uns den Unsinn jetzt hier geben. Bevor wir uns den Unsinn jetzt hier geben, Leute, dann machen wir jetzt ganz easy peasy. Low budget und so, ne? Im Gehirn. So. Ja, passt. Okay. Das wird hier ein bisschen komplizierter werden. Können wir aber genauso umsetzen. Das ist hier kein Problem. Keine Sau weiß irgendwann mehr, was wohin eigentlich reingehen sollte, ne? Das wird irgendwann so ein richtiges Mörderproblem werden, ja, weil du das einfach nachvollziehen musst, irgendwann mal. Und dann weiß kein Mensch mehr, wofür eigentlich was war. So, das ist safe. Wir machen das folgendermaßen. Das Ding hier geht jetzt auch nach unten durch. Aber nicht so. Sonst kriegt die Hälfte das nicht. Sondern das geht hier so rein. Oh, Hallöchen! Taker, Dankeschön für dein Follow. Herzlich willkommen. Grüß dich. So, wenn wir jetzt schauen. Das geht nicht wegen Sprinkler. Den können wir aber auch um eins verschieben. Das macht gar nichts. So. Auch Unsinn, ne? Ich müsste noch näher ran. Und deswegen, meine Lieben, baue ich so ungern diese Dinger, ja? Mir fehlt genau eins Platz, ja? Ups. Keine Fehlermeldung? Doch hier hinten. Ja, 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 ja. Schade, die Originalline hier. Die sah eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Mir hat die optisch ganz gut gefallen, ehrlicherweise. Aber das ist natürlich, dass da überall mal ab und zu einer ran muss. Das habe ich komplett vergessen einfach. Okay. Hier unten machen wir das eben das System auch wieder so.
Die letzten beiden dürften gar nicht so das Problem sein, ehrlicherweise. Wir legen das jetzt mal folgendermaßen. Und zwar, das geht hier rüber und das geht hier rein. Das geht hier runter, geht hier rüber und geht hier rein. Und der letzte geht bis zum letzten durch und geht dann hier rein. So, das funktioniert. Jetzt gehen wir hier rüber und legen die Dinger fertig. Nope, du nicht. Du darfst hier rein. Gut. Er hier auch. So, funktioniert. Dann gehen wir mit allen nach oben. Also nach oben, nicht nach unten. Nach unten kommen wir noch früh genug. So, dann laufen wir an der Decke mit den Dingern lang. Jetzt müsste das eigentlich ganz gut funktionieren. Wir machen einen Komponentenrecycler in diese Richtung. Gehen hier noch an der Decke um die Ecke rum. Ich will halt nicht am letzten Meter hängen bleiben. Weißt du, wie ich meine? Dann gehen wir hier kurz vor dem Dings hier, gehen wir runter. Dann dürfte es nämlich keinen Stress geben. Und dann haben alle hier kein Problem, außer ihr hier. Die Lampe. Kein Problem für mich. Meinetwegen auch so. Okay, der schaut gut aus soweit. Und der ist natürlich eine Sackgasse, ist ja logisch, weil, ne, keine Chance. Warte mal, wir gehen von ihm aus wieder nach oben und laufen an der Decke weiter, damit es gar keine weiteren Probleme gibt. Und zwar bis hier hinten durch. Boah, das ist ja mal für so eine billige Handyproduktion, was so ein Smartphone alles an Aufwand erzeugt. Ich hätte gedacht, das wird einfach in irgendwelchen Kleinstmanufakturen zusammengeschustert und jetzt sowas. Ja, ich verurteile das aufs Schärfste. So, mal ganz kurz gucken. Haben wir hier unten Platz? Ja, wir können hier unten runter. Sehr schön, das machen wir auch. Und zwar, wir gehen so lang, dann gehen wir so rum vor und dann gehen wir hier durch die Decke runter. Jetzt hängt da eine Lampe. Das funktioniert. Das ist blöd. Und dann gehen wir hier in das Ding rein. Bam. So, und jetzt kommen wir hier unten dummerweise völlig blödsinnig raus. Okay, alles klar. Wait a minute. Wir dürfen nicht so bald rauskommen, sonst haben wir nämlich tatsächlich ein Problem. Können wir aber auch easy peasy lösen, indem wir einfach so um die Ecke gehen. So, dann geht das hier nach unten bis unten durch. Dann machen wir Folgendes, und zwar wir gehen hier nach rechts rüber und wechseln dann wieder nach oben. Um dann hier an der Decke wieder lang zu laufen. Außer wir treffen natürlich wieder mal komplett die Brandschutzdinger. Und das für eine Produktion, die wer weiß wann fertig wird. Ja, die Z-Phone-Produktion, aber das ist halt so, ne? Das ist der Struggle, mit dem man kämpft. So, dann gehen wir hier nach vorne. Und hier unten gehen wir dann wieder auf die Hauptlane drauf. Und damit müsste das Problem hier oben komplett gelöst sein. Produktion müsste stattlich laufen. Montagelinie 8, die heißt natürlich nicht 8. Diese wird heißen Z-Phone. Fertigung. So, das ist die Z-Phone-Fertigung. Zuweisen. Wie keine kompatiblen